So, jo, kleines Update-Video hier von mir zu Hause. Vor 2 Wochen habe ich hier mit Michael aus Teneriffa, Michael Reeve, Teneriffa, haben wir hier umgebaut. Wisst ihr sicher noch, da gab es ja genug Videos drüber. Jetzt mal ein kurzer Statusbericht. Die freien Flächen sind überzogen mit ein paar Cyanobelägen, was ja völlig normal ist. Ist jetzt 2 Wochen her. Erst braun, dann grün, dann ein paar Cyanos und jetzt gehen auch die langsam wieder weg. Mache ich mir keine Sorgen drüber. Ein paar schöne Tiere haben wir hier eingeklebt, das Riff ein bisschen luftiger gestaltet. Alles toll, nichts kaputt gegangen. Doch, es ist was kaputt gegangen, da hinten. Da sitzt ein kleiner Bömmel. Weiß nicht, ob wir den irgendwo zwischendurch vernesselt hatten. Der ist mir kaputt gegangen, sitzt aber hier irgendwo nochmal als Koralle drin. Also den haben wir da nur hingeklebt. Weil wir nicht wussten, wohin damit er nicht auf dem Boden liegt. Also wie gesagt, sind ein paar schöne Tiere reingekommen hier. Weiß nicht, ob man es jetzt auf dem Video gut erkennen kann. Überall so ein paar kleine Bömmel rangeklebt, was dann gut in die Breite wachsen kann. Schöne neue Tiere teilweise dazugekommen. Den Fischen geht's gut, den Korallen geht's gut. Oder Gesamtansicht gut. Michi wird es wahrscheinlich nicht gefallen. Da schwimmt noch zu viel im Wasser rum. Das muss fein gefiltert werden. Im Moment ist das alles nebensächlich für mich. Im Moment zählt, dass wir hier Ruhe reinkriegen ins Becken. Sieht alles sehr gut aus. Wie gesagt, es ist nichts kaputt gegangen. So, die Korallen kriegen jetzt wieder Farbe. Nach 2 Wochen. Vorne eine schöne LPS-Ecke. Feine, schicke Tierchen. Ja, wie gesagt, mir gefällt's. Ich hoffe euch auch. Schönes Wochenende. Bis die Tage.